Ich habe ihn nicht besucht, sondern habe ihm aber nach der Weltmeisterschaft einen Brief geschrieben, so sinngemäß mit dem Inhalt, dass auch er einen Anteil daran hat, an unserem Erfolg, weil dieses Bayern-Gewinner-Gen, das hat man ja besonders im Endspiel bei Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Thomas Müller, den anderen gesehen.